Bierhühner. Hallo zusammen, gerade vorab. Das Video beinhaltet Bildmaterial, das für Veganer und Vegetarier kann verstörend wirken. Wir machen Poulet auf der Bierdose. Ich bin manchmal gefragt worden, wie man das Poulet am besten zubereitet. Für mich ist das die beste Art, weil der steht das Poulet und wird ringsum schön knusprig. Ich mache es im Backofen, kann man natürlich so auf dem Smoker machen. Zuerst schauen wir, dass die Öffnung genug gross ist, so dass eine Bierbüchse noch reinpasst. Wenn nicht, ziehen wir hier noch ein bisschen auseinander. Da früh ein bisschen knacksen. Dann nehmen wir ein bisschen Öl in eine Schüssel. Etwa 100 ml, das reicht. Geflügelgewürze nehmen wir hier natürlich das Dodo vom Bünzli. Nach eigenem Ermessen. So wie man es gerne hat, lieber etwas salziger oder weniger salzig. Gut verrühren. Und dann nehmen wir unsere Poulet ringsum schön einstreichen damit. Dann nehmen wir eine Gratinform. Zwei Büchsen Bier. Die nehmen wir vorher gut abwaschen. Dann machen wir sie auf. Dann nehmen wir unsere Hühner. Schauen, dass wir die Öffnung wirklich aufreißen und stülpen es so über das Bier. Vorsicht! Das Bier ist jetzt offen und wenn das Bier offen ist, ist der Druck weg. Also kann die Dose leicht zerdrückt werden. Das wollen wir nicht. Jetzt merken wir unter Umständen, dass es nicht so weit reingeht, wie wir wollen. Dann gibt es halt noch etwas mehr. Verstörung für die Veganer und Vegetarier, dann reissen wir hier innen auch noch etwas auf, dass es wirklich schön tief drüber geht. Dann nehmen wir pro Poulet 3 Zweigel Rosmarin, stoßen es oben rein, in die Öffnung vom Bier. Wenn ich breche. Voilà. Und jetzt sieht man, ich weiß nicht, ob ihr es seht, kommt schön langsam der Schaum oben raus und tut das Poulet von innen schön mit Bierwürzen, da sieht man es jetzt besser, das macht es auch ein bisschen zarter. Dann heizen wir den Backofen auf 180 Grad Umluft vor und schieben es entweder in die unterste oder zweite unterste Rühe, weil das Poulet auch relativ hoch ist, so dass es definitiv noch ein bisschen Platz hat oben. Knapp 50 Minuten bis eine Stunde, je nachdem wie gross das eure Poulet sind. Zum Poulet dazu mache ich gerne eine Knoblauch-Mayonnaise. Nicht gerade etwas für die schlanke Linie, aber keine gut. Ich nehme eine ganze Tube Mayonnaise, 4 schöne Knoblauchzechen, 3 pressen. Die ganze Tube Mayonnaise tönt nach viel, aber es passt eben natürlich auch noch wunderbar, wenn man Potatoes nebenzu macht oder Pommes frites oder sonst irgendetwas. Dann würze ich noch etwas würzen. Ich mache das mit dem besten Knoblauchsalz, das ich kann, mit dem von Bünzli Gewürz. Kann man natürlich alternativ auch ein anderes Knoblauchsalz nehmen. Gut durchrühren. Und dann stellen wir es in den Kühlschrank, bis wir es brauchen, das schön mal durchziehen. Und fertig sind unsere Bierhühner. Ich wünsche einen guten Zusammen.